Hallo, mein Name ist Christian und das ist mein Gebärdenname. Ich komme aus Deutschland, ich bin nach Österreich übersiedelt und lebe hier in Wien. Zurzeit mache ich einen Vorbereitungslehrgang für den Beruf Kindergartenassistenzpädagogik. Mich hat es schon immer interessiert, mit Kindern zu arbeiten, ihnen etwas fürs Leben beizubringen. Dass bereits auch hörende Kinder wissen, dass es Gehörlose gibt. Und dass Gehörlose und hörende Kinder gemeinsam aufwachsen. Gehörlose sollten nicht versteckt sein, wir bilden alle eine Gemeinschaft. Ich hatte früher bereits den Wunsch, im Kindergarten zu arbeiten. Das ist mein Ziel. Und das möchte ich auch erfolgreich schaffen. Während meines Praktikums im Kindergarten habe ich die Erfahrung gemacht, dass Hörende großes Interesse daran haben, zu wissen, wie die Kommunikation mit mir nun läuft. Ich habe sie informiert, dass Gebärdensprache meine Erstsprache ist. Sie waren sehr motiviert, wollten mehr wissen, zum Beispiel, wo man Gebärdensprachkurse besuchen kann. Es gibt diesbezüglich ja viele Angebote. Auch pädagogische Fachkräfte meinten, dass es natürlich speziell für Kinder sehr leicht ist, Gebärden zu lernen. Und klar, das stimmt. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn wir Gehörlose in der Schul- und Berufsausbildung in Gebärdensprache unterrichtet werden. Wir können damit alles direkt und klar verstehen. Lautsprachlich orientierter Unterricht benötigt sehr viel Zeit, um die Inhalte zu erfassen und zu verstehen. Deshalb meine Empfehlung, Unterricht für Gehörlose immer mit Gebärdensprache. Ich wünsche mir für die Zukunft mehr Offenheit gegenüber Gehörlosen. Gehörlose sollten nicht isoliert behandelt werden. Hörende schieben das oft beiseite. Wir Gehörlose sind Teil der Gesellschaft und genauso arbeitsfähig wie Hörende. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sich Gehörlose und Hörende auf Augenhöhe begegnen, dass wir gleich behandelt werden. Wir haben nach wie vor sehr beschränkten Zugang zu Berufsmöglichkeiten. Das ist frustrierend für uns. Ich habe meine Lehre zum Tischler abgeschlossen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich im Austausch mit Hörenden mutiger werden kann, damit ich noch eine andere Alternative habe. Für mich war es ein Fortschritt, als Hilfskraft im Bereich Handel tätig zu sein. Ich bin nach Österreich übersiedelt und habe im Einzelhandel als Verkäufer gearbeitet. Für mich war das ein großer Fortschritt. Ich konnte eine Menge Erfahrungen sammeln. Meine Meinung, meine Kommunikation mit Hörenden ist auf Augenhöhe abgelaufen. Wir waren auf einer Ebene. Ich habe immer ausreichend Informationen bekommen, deshalb war das alles möglich. Das war toll. Ich bin mehr visuell orientiert. Ich muss konzentriert sein. Klar, am Anfang meines Praktikums im Kindergarten war das schwer, aber das entwickelt sich. Gehörlose sind sehr aufmerksam, wie sich jemand verhält und wir können schnell darauf reagieren. Wenn zum Beispiel eine hörende Pädagogin im Kindergarten Unterstützung braucht, wenn zum Beispiel ein Kind schreit, ich visualisiere das automatisch und kann darauf sofort reagieren. Meine Empfehlung an Unternehmen, wenn sich ein Gehörloser bewirbt, bitte die Bewerbung nicht gleich aussortieren. Bleiben Sie offen, führen Sie ein Vorstellungsgespräch und lernen Sie sich kennen. Dann wird vieles klarer.